willkommen bei uns im Kochstudio. Ich sitze hier nicht zufällig. Mir wurde angeboten, dass ich heute bedient werde von einem unserer beliebtesten Produkte. Und das ist so toll. Das fasst überall hin, macht alles, was Sie wollen und bringt Abwechslung in Ihren Speiseplan. Und Rebecca und Diana, was habt ihr denn mitgebracht? Ja, wir haben tatsächlich auch schon etwas vorbereitet, etwas Leckeres gemacht. Denn Sie wissen vielleicht, wenn Sie mich noch mal schon mal mit diesem Gerät gesehen haben in Kombination auf Pearl TV, dann wissen Sie, es ist eins meiner Lieblingsküchengeräte. Denn auf einem kleinsten Raum können wir alle möglichen leckeren Gerichte zaubern. Und das ohne die Zugabe von Öl oder Fett. Denn das ist ein Heißluftofen und gleichzeitig eine Heißluftfritteuse. Das heißt, alles, was wir gerne sonst frittiert essen, ob das nun panierte Schnitzel sind oder eben Pommes frites oder Kroketten oder diese modernen kleinen Snacks wie diese Jalapeno-Dips oder Mozzarella-Sticks, also alles, was man so fettig sich abends noch hier zu einer Art Partysituation einverleiben würde, können wir hier komplett fettfrei zubereiten. Noch dazu aber hat eben dieses Gerät nicht nur diesen Heißluftfritteusen-Effekt, sondern auch eine eingebaute Rotisserie. Ja? Entschuldigung, ich muss kurz husten. Das heißt, wir können hier ein Brathähnchen zubereiten, liebe Zuschauer. So wie Sie es kennen, knusprig und saftig vom Imbiss Ihres Vertrauens. Sie wissen, diese Wagen, die einmal die Woche vor Ihren Supermarkt kommen, das können Sie jetzt zu Hause alleine machen. Und zwar so mariniert, wie Sie das gerne möchten. Ein ganzes Hähnchen passt hier hinein. Diana, lass mich dir eben helfen. Wir haben nämlich hier schon etwas vorbereitet, liebe Zuschauer. Und zwar war das meine Idee nach einer der letzten Sendungen, hatte ich die Idee, dass wir hier mal so Berner Würstchen machen, nämlich mit Speck ummantelte, mit Käse gefüllte Bratwürstchen. Ja, also alles, was so richtig lecker und deftig ist in einem, weil ich Ihnen zeigen wollte, was oder wie großartig dieser Ofen das macht. Wundern Sie sich nicht, bei mir fällt immer irgendwas runter. Ich bin so ein bisschen stofflig. Das liegt nicht am Gerät, sondern an meiner, Tapsigkeit. Ich werde es aber hier eben jetzt servieren und dann müssen Sie mal sehen, wie toll das geworden ist. Hier haben wir also Würstchen mit Speck ummantelt, sogenannte Berner Würstchen, die wir auf den Grill packen. Und ich habe letztens nämlich dann einfach mal ausprobiert, eine Wurst im Ofen zu machen, weil es eben auch in diesem Menü diese Option gibt, Sausages, also Würstchen. Und dann habe ich gesagt, dann machen wir doch mal die mit dem Speck ummantelt. Denn das wird in diesem Ofen eben besonders toll. Innen schön saftig, der Käse zerfließt schön, wird richtig lecker. Und natürlich wollen wir den Bacon schön kross haben. Und du darfst jetzt probieren, lieber Ingo. Hier ist die Gabel. Vielen und Dank. Du beißt einfach mal ab. Ich habe leider jetzt keine Soße dazu, aber ich denke, aromatisch ich genug glaube, ist es in jedem mit Käse Fall. Gefüllt braucht man keine Soße mehr. Ich brauche immer zu allem noch Barbecue-Soße oder Ketchup. Unbedingt. Es geht jetzt nicht um gesund, es geht um lecker. Ja, dementsprechend. Und gesund ist es trotzdem, weil wir das nicht in Fett gebraten haben, liebe Zuschauer. Ja. Wir braten nicht in Fett, wir grillen auch nicht über eine Holzkohle, sondern machen alles in diesem Gerät, in diesem fantastischen eben Ofen und Fritteuse in einem. So, jetzt wollen wir dein glückliches Gesicht sehen. Schmeckt gut. Oh. Bei zwei Frauen in der Küche würde ich mir auch nichts anderes erlauben. Nein, nein, aber das ist großartig. Und hier, liebe Zuschauer, hier sehen Sie vielleicht, dass Sie hier unsere Pommes frites drehen. Ja, die sind hier im Korb. Hier ist der Korb, der dazu gehört. Den zeige ich Ihnen eben nochmal. Das heißt, hier können Sie zum Beispiel panierte Tintenfischringe, Kroketten, all die Snacks, die ich Ihnen vorhin aufgezählt habe und eben natürlich unsere allzeit beliebten Pommes frites machen. Die habe ich jetzt auch schon zweimal praktisch hier soweit vorbereitet. Die müssen gar nicht mehr so lange da drin brutzeln. Sehen Sie sich das mal an. Wir haben hier perfekte, knusprige Pommes frites in unserem Korb. Also wirklich wie vom Imbiss, ganz, ganz frisch und lecker. Sie können dann nach eigenem Gusto würzen mit Salz oder so einer Paprikamischung und haben also hier alle Spezialitäten, die groß und klein gerne essen, in einem Blick. Und also absolut toll. Und absolut fettfrei. Moment, ich mache es jetzt noch mal ganz kurz zu, weil ich Ihnen was zeigen möchte. Und zwar, wenn ich jetzt hier das Gerät noch mal anmache, so, dann sehen wir hier diesen ganzen, also vorprogrammierten Programme dementsprechend. Wir haben hier für Pommes frites, für Steak, für Fisch, für Shrimps, also Garnelen, Pizza, ein Programm zum
auftauen. Chicken Wings. Kuchen können Sie natürlich, genau wie in einem Umluftofen, einen Kuchen zubereiten. Gemüse, Kekse backen, das ganze Hähnchen eben. Nochmal backen, Rotisserie-Programm, dann dreht sich das auf jeden Fall, egal was Sie daran anschließen. Dann was zum Aufwärmen, unsere Würstchen hier und zum Beispiel Nüsse, denn Sie können eben dementsprechend auch Nüsse karamellisieren, beziehungsweise wie Sie es anbraten würden, wenn Sie auf einen Salat machen. Also ganz, ganz klasse. Sie können hier Ihr eigenes Obst dörren. Ja? Also Sie können Trockenobst selbst herstellen mit Ihrem Obst nach Wunsch. Schneiden Sie in kleine Scheiben oder eben in so Längestreifen und können Ihr eigenes Dörrobst herstellen. Dörrfleisch können Sie herstellen. Mit diesen Minutensticks, mit diesen dünnen Rinder-Minutensticks, die Sie kaufen können, können Sie Ihr eigenes Beef praktisch machen, mariniert mit Ihren eigenen Gewürzen, also da ein High-Protein-Snack draus machen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und jetzt sage ich es nochmal, ich habe ein solches Gerät vor 2 Jahren schon meiner Tochter gekauft, weil die in der ganzen Welt unterwegs ist als Akrobatin. Und die ist immer in so Ferienwohnungen untergebracht oder auch mal im Wohnwagen, wo es keine komplette Küche gibt. Und die kocht aber so gern. Super. Und da habe ich das eben kennengelernt. Die hat mich verwöhnt, wenn ich sie besucht habe, mit Rösthähnchen nach einem Rezept angelehnt an eine beliebte Internetserie, so mit Backpflaumen gefüllt und hast du nicht gesehen. Also wirklich, Sie können damit perfekte Menüs kochen und das eben alles fettfrei auf kleinstem Raum. Eben auch dann, wenn Sie nur eine kleine Küche zur Verfügung haben, wenn Sie beispielsweise in Ihrer Ferienwohnung sind, aber eben auch fürs Camping geeignet. Ich kann es nur noch mal betonen, fürs Wohnmobil oder für den Wohnwagen auch eine super Sache, weil Sie eben den Rest der Wagenküche nicht beschmutzen. Ja, Sie lassen das alles praktisch hier am Gerät, das auch super leicht zu reinigen ist, und machen eben keinen Dreck, der dann später natürlich auch ein Wertverlust ist für Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil, wenn diese Küchenzeile zu sehr benutzt ist. Sie kennen das, ne, dass Sie sagen, ich habe da noch nie drin gekocht. Das ist eben was einfach den Wert dann mindert. Und gerade wenn Sie natürlich so ein Fahrzeug auch mieten, wollen Sie da natürlich auch nicht Ihre Kaution dann da liegen lassen müssen, weil Sie eben da irgendwas eingebrannt haben. Also dementsprechend, ich kann es nur empfehlen, für zu Hause und unterwegs ein absolutes Multigerät. Es wird Ihr liebstes Küchengerät werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher, ob Pommes frites, ob Würstchen, ob Chicken Wings, alles, was paniert wird, alles kann man hier ja wahnsinnig lecker und schnell zubereiten. Nee, meine Mutter hat auch so eine Heißluftfritteuse, die hat aber viel mehr Geld für bezahlt. Die benutzt das statt des Ofens natürlich auch und natürlich für diese Fettfrittiersachen, die man eben nicht mehr mit Fett macht, sondern mit Heißluft. Das ist ja das Tolle. Und schau mal, wie toll die Pommes frites aussehen. Na, die sind halt durch dieses Rotieren, werden die von allen Seiten frische Pommes frites. Von allen Seiten goldbraun gebraten. Das ist ja auch mal toll. Wir sind ja jetzt so lange und so oft zu Hause, dass unsere Speisekarte wahrscheinlich die gleichen Gerichte immer nur noch hat. Hier kann man mal was Neues ausprobieren mit diesen 20 Programmen. Das macht richtig Spaß zu kochen damit. Ist super leicht zu reinigen und eben auch toll, dass wir das ganze Zubehör dazu kriegen. Diese Trommel für die Pommes frites, die ganzen Spieße und Rotisserie. Es ist alles dabei bei unserem digitalen XXL Heißluftfritteuse und Mini-Umluftofen. Also heiß. Wirklich, wirklich toll. Die Pommes frites sehen einfach toll aus. Wir haben sie jetzt rausgeholt. Die sehen besser aus als in jedem Restaurant und sehen einfach besser, schmecken besser, als wenn man sie sich irgendwo fertig kauft. Genau, jetzt wollen wir natürlich hier auch mal probieren, bevor wir sie dir bringen. Du musst auch probieren, auch. Diana. Großartig. Und knusprig, liebe Zuschauer. Also guck alles, was Sie gerne auch schon immer mal nicht in der Pfanne braten wollten, also eben dementsprechend fettfrei zubereiten möchten, geht hier in unserem Umluftofen, der gleichzeitig eben eine Heißluftfritteuse ist. Fischstäbchen auch, ja. Fischstäbchen sind immer eine Riesensauerei. So beliebt und lecker bei Groß und Klein, müssen Sie eben nicht mehr im Fett braten. Und dann legt man es ja nochmal auf Rollpapier oder auf Backpapier, um das Fett aufzusaugen. Ist nicht mehr nötig. Also seien Sie bitte unbedingt schnell. Die ist natürlich immer stark nachgefragt. Ich preise sie hier natürlich auch groß an, weil ich so überzeugt bin davon. Wünsche Ihnen allzeit guten Appetit bei allem, was Sie gerne lecker essen. Wir machen es uns hier auf jeden Fall noch gemütlich und schauen mal, ob wir dir noch was übrig lassen. Nicht da wahr? Bin ich auch gespannt. Okay, unsere Heißluftfritteuse ist richtig toll.